So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OpenTTD. Mein Name ist Karo7 und wir machen tatsächlich wieder mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gespeichert habe. Ja, habe ich, alles klar. Ich nehme gerade wieder mal ein bisschen am Stück auf und vergesse dann auch schon mal nach einer Folge zu speichern. Das wäre aber ziemlich blöd. So, und ich habe mich gerade spontan umentschieden, wie ich diesen Busbahnhof hier baue. Denn so wie das jetzt ist, gefällt mir das noch nicht. Und zwar machen wir das lieber, dass wir hier in der Mitte solche Abladestationen haben. Beziehungsweise wir können da theoretisch 6 Stück hinmachen. Das machen wir auch. So ist das nämlich ein bisschen effizienter. Weil so können die da direkt durchfahren. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler so. Und dann machen wir einfach jetzt mal weiter. Und ich muss jetzt gerade mal eben einen Schluck trinken. Ihr merkt es wahrscheinlich auch so ein bisschen. Meine Stimme ist leicht angeschlagen. Das liegt immer noch an unserem coolen Streaming-Wochenende, was wir hatten. Was auch einfach nur mega awesome war. Aber auch mega anstrengend. Also, das war schon echt heftig. Und im Zuge dessen kann ich theoretisch ja eigentlich auch mal ein klein wenig Werbung machen. Und einfach mal darauf hoffen, dass jemand die Videobeschreibung liest und auf meinen Twitch-Kanal kommt. Da wird weitestgehend regelmäßig gestreamt. Also ich wollte eigentlich einmal in der Woche am Donnerstagabend da streamen. Und ansonsten einfach spontan mal, hey, ich hab Bock was zu machen und so quasi. Da ist ein Kohlebergwerk. Da ist ein Kohlebergwerk. Das binden wir an, das bringt Geld. Und dann bauen wir jetzt gleichzeitig das Ganze hier um auf 7er. Und zwar müssen wir dafür hier oben irgendwo die, da. No. Dinge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hat das schon. Ah, das hat schon 7. Ja, wunderbar. Hat da alles da. Wunderbar. So, und ich sehe nämlich jetzt auch gerade, hier ist noch nicht alles auf elektrifizierte Strecke umgebaut. Das ist Mist, wenn dem nicht so ist. So, den ganzen Scheiß mal umbaust, ne. Das wird nämlich nicht besser, wenn wir das nicht tun. Und hier vor allen Dingen in diesem Kreuz. Also das ist so kompliziert, da einzelne Strecken rauszulassen. Das habe ich ja ganz am Anfang gemacht, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen, weil das macht das Ganze nur unnötig kompliziert. So, aber wir bauen hier jetzt einen kleinen Kohleverladebahnhof hin, würde ich sagen. Das bietet sich gerade einfach mal so an. Machen wir den zweigleisig? Auf der Distanz könnte der schon glatt viergleisig werden. Wie viel produziert denn das? 50 Tonnen, okay, der ist nur zweigleisig. Zweigleise, do, ja. Dann Rohstoffe. Diese Schienen brauchen wir 2 Stück von. Eigentlich brauchen wir davon sogar in diesem Fall, weil das ja auf 7er ist, brauchen wir davon 4. Genau. Das Ding wird ja jetzt länger, dann können wir da auch so ein bisschen mehr mit Dekorationen arbeiten. Wenn wir mich hier unten 4 Förderbänder und oben auch 4 Förderbänder. Dann einfach nur mega geil aus, wenn das dann so riesengroß alles verbaut und ach, es wird einfach nur awesome. Total awesome wird das. So, machen wir hier erstmal alles so weit fertig. Nur hier so ein paar Verlader dahin. Da kommt noch so einer hin. Wir haben sogar noch so einen dritten. Kann man eigentlich dann mal da so einfach mit hinstellen. Quasi darum erd. Und dann brauchen wir noch Prellböcke. 2 Stück.
habe ich jetzt aus Versehen, glaube ich, sogar 3 gebaut, weil ich den einen überbaut habe wieder. Ich Genie. ja, wie rüsten wir das denn dann hier jetzt rein? Wir könnten uns straight oldschool machen. Wir könnten es aber auch wieder auf unser altbewährtes Systemchen machen. Also quasi so. Boah, dann machen wir hier mal so einen ganz komischen weird Shit. Ne, Moment, das reißen wir nochmal immer. Und den nehmen wir eben weg. So. Gucken, ob das geht. Ja, das ginge sogar. Boah, ist das cool. Das sieht total bekloppt aus. Aber es reicht. So. Einfach mal etwas anders angebunden. Hier ist unser Konstrukt. Und dann haben wir das hier. So geht. Und hierzu umgerüstet wird. Und das kommen wir eben weg, weil den brauchen wir an der Stelle nicht. Kommen die zwei dahin. Und jetzt kommt unser neues Depot in Action. Yeah. Neue Fahrzeuge. Und da können wir doch jetzt dann auch mal gucken. Wie ist denn das mit den Schüttgutwagen? Die fahren 80, ne? Die offenen fahren 120. Ja, dann nehmen wir doch nämlich auch hier die... okay, das war ein bisschen viel. Noch nur eine. Mein Güte, ich bin schon so aufgeregt hier, ey. Gehen hier auf 7er Länge. Kohle. Waren 2 Stück davon. Dahin fahrt ihr. Dann fahrt ihr zum EK28. Und dann zum EK21. Das ist quasi hier rum. Und dann zum 31. Und dann hier oben zum ED11. Dahin zum ED12. Zum EK34. Dann wieder zum EK28. Und dann fahrt ihr da runter. Ja! So kann man das Ganze nämlich jetzt richtig schön routen. Das finde ich richtig gut, ist das geworden. Das ist halt der Vorteil, wenn man Kreuze von vornherein mit solchen Wegpunkten ausstattet. Ist halt nur blöd, wenn man irgendwann irgendwo ein Kreuz so mitten in die Strecke einbaut. So, man sagt jetzt, ja, ich brauche jetzt hier ein Kreuz. Ist blöd. Funktioniert, ist aber blöd. Ja, dann können die zwei hier auch los. Das ist sehr schön. Hier hinten ist noch gar nicht alles trocken schon. Ja, dann kann das mal hier noch was laufen und ich trinke noch mal gerade ein Stückchen. Die letzte Folge ist tatsächlich viel zu lang geworden, deswegen muss ich mal gucken, dass ich mich jetzt auch dieses Mal dran halte. Weil das macht es für euch anstrengender, das zu gucken, weil es halt viel länger dauert und es bringt nicht viel. Muss man jetzt mal einfach sagen. Wenn die Folge jetzt 8 Minuten länger ist. Ja. Gut. So, die produzieren, der produziert fröhlich vor sich hin und wird auch abtransportiert. Und die beiden hier. Transportieren wir die auch hier an den zentralen Großbahnhof Dingsbums ran? Wir sind hier mit den Bussen nämlich ziemlich in Overkill gegangen. Hier mal 3 und hier auch schon 3. Zack. So.
Ach, dann machen wir das hier nämlich jetzt auch mal einfach mit Bussen. So, hier schön so Autobahn-like. Schön großflächig, geradlinige Strecken. Läuft. Dann kann ich theoretisch hier diese Strecke, wenn die busfrei ist, genau, LKW-frei, hier hinziehen. Theoretisch diese zwei Städte mit Bussen mal miteinander verbinden. Das wäre, glaube ich, gar nicht so uncool. Genauso könnte man die dann auch noch mit der hier oben verbinden, was natürlich nochmal mega geil wäre eigentlich. Das einfach mal zu machen. Also könnte ich nämlich hier dann direkt so eine Weiterführung machen. Das wäre, glaube ich, echt cool, wenn man das so hier so die drei Städte einfach mal miteinander verbindet, weil dann würden die mich nicht so hassen und die mich auch nicht so hassen. Ich beute mich im Moment bei denen einfach nur alles aus. Also bei denen hier, die finden mich ziemlich fruchtbar. Ja, dann machen wir doch mal Holzlaster. Und zwar fahren die einfach jetzt mal pauschal dem da hinterher. Ja, jetzt habe ich es versaut. Hallo. So, fahren die halt den da hinterher. So, und hier fahren die stattdessen nach da. Taschen vollladen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 machen wir da mal. Oder machen wir auch wieder 12? Machen wir 12. Weil das ist ja doch schon, das ist jetzt schon ein Stück Distanz. 145 Einwohner, das ist echt ein Kaff. Dann holen wir uns hier noch einen zweiten ran. Ja, da geht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und los mit euch. Damit hier jetzt einfach mal noch ein bisschen mehr Verkehr auf die Strecke kommt. Und das fände ich nämlich auch cool, wenn hier einfach mal so riesiges Gewusel an Straßenfahrzeugen ist. Hier sind ja auch noch Wälder, die man theoretisch einfach mal so anbinden kann. Alles über Busse zentral zu einem Bahnhof bringen, der dann auch was zu tun hat. Wow, also der erste ist ja tatsächlich schon unterwegs hier. Was ist denn der zweite davon? Ach, guck mal, da ist der zweite. Der dritte ist gerade losgefahren und der vierte steht noch hier, genau. Ja, das ist nämlich jetzt bald soweit, dass das nicht mehr passt. Dass wir da jetzt schon zu viel Holz anliefern. Weil quasi dann ein Zug ankommt und direkt Holz mitnehmen kann. Meine Fresse. Machen wir doch mal noch einen fünften und einen sechsten. Das schadet nämlich nicht. Weil die hier einfach mal mit rein konstruieren. Und hier wird so eine Armada von Bussen entlang. Ach, LKWs, nicht Busse, LKWs. Ja, dann würde ich jetzt eigentlich gerne mal hier Bustransport machen. Und zwar machen wir... Ach, die verweigern die Genehmigung. Warum das denn? Was ist denn mit euch los? Sind die jetzt halt bestochen? So. Gerade mal eben wieder 20 Millionen für nichts ausgegeben. Für Nüsse. Da und machen einfach mal hier noch eine weitere Busstation hin. Ziehen hier mal diagonal eins durch. Und machen hier oben eine Endstation. Die übrigens gleichzeitig, weil da eine Bank ist. Boah, haben wir hier unten eine Bank? Das wäre ja mega, wenn wir hier noch einen kleinen Bankentransport machen könnten.
Die haben auch keine, ne? Nee. Schade. Die hier haben auch keine, ne? Ha, das wäre so geil, wenn wir hier irgendwo eine Bank in der Nähe finden. Guck ich mal eben auf der Karte gucken. Da ist eine Bank. Da oben ist eine. Könnte man machen. Also quasi hier mal an den Waldrand das Ding da abreißen. Was ist denn da zum Waldrand? Eine Cargo Station draus machen. Und hier auch. Hahaha. Das wäre ja richtig geil, weil das würde nämlich auch richtig Kohle nochmal bringen. Dann machen wir hier nämlich einfach eine kleine Buslinie durch. Wie man von hier unten aus kommt. Mit dem Hereford-Bus. Von da, nicht kopieren. Von da nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Und wieder zurück. Fertig. Da haben wir jetzt mal 4 Busse drauf. 4 ist eigentlich viel zu viel, machen wir nur 2. Schmeißen wir die anderen 2 mal weg. So, das ist eine ganz kurze Linie, die reicht. Und ich sehe jetzt gerade auch, wir können von hier oben aus auch Busse da ranführen. Dann machen wir nämlich hier einfach mal so eine Kreuzung dazu. Verwenden das, was wir schon haben. Bringen dann nämlich hier einfach mal ein bisschen was durch. So. Boah, das wird ja mega, ey. Voll die krasse Linie hier alles. Zack. Dann kann er nämlich da oben hin. Und dann kann man theoretisch hier auch die Buslinien noch erweitern. Und oh, das wäre richtig geil. Könnte ich mir auch vorstellen, wirklich so 6 bis 8 Straßenfahrzeuge wieder draufzusetzen. So eine Linie. So, dann haben wir, wenn ich jetzt mir das mal richtig anschaue, ist das hier dann eine Durchgangsstadt, ne? Wie sieht das aus? Würden die? Nein. Warum nicht? Weil er mich furchtbar findet. Das ist hier aber doch bestimmt eben, genau. Zwar nehmen wir hier und hier. Einfach so ein bisschen Bustransport machen. Und die dann von da aus hier wohin fahren? Dahin, Alter. Das wird ja voll der Fernbus, ey. Wir kriegen dann auch 3 Stationen in die Stadt. Zack. Gut. Wo ist der Standort davon? Genau. Du fährst nämlich als allererstes mal hier hoch und ich lasse die hier rüberfahren. Zack, zack, zack. Genau. Dann fahren die hier runter. Durch Renly durch. Von da aus fahren die dann hier hin. Zack, zack, zack. 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 Und dann wieder zurück durch Renly. Und dann, ja, passt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buff. So, und jetzt brauchen wir Wertsachen-Transporter. Die UL-Sicherheitstransporter. Fahren die von da hoch nach da. Und da brauchen wir 2, 3, 4 Stück, würde ich sagen. Die fahren auch einfach so. Also, wir werden hier produziert 72 und hier 54. Und so ein Sicherheitstransporter kann wie viel mitnehmen? 14. Kann ich hier theoretisch sogar auf Vollladen machen. Vollladen, alles entladen. Vollladen, alles entladen. Genau. Boom. Können wir nämlich jetzt richtig hier auf Produktion einmachen. Und dann machen wir da nämlich einfach einen zweiten noch hin. Dass die da auch alle stehen können. Hier machen wir dasselbe.
An den Beitrag, genau. Dass da 4 Stück stehen dürfen. Das ist doch echt geil. Jetzt habe ich hier so eine mega lange Strecke gebaut über diese Distanz hier. So. Das ist schon echt cool. Die alles wieder mit Straßenfahrzeugen verbunden. Und der Wald produziert auch sehr gut. Da ist nämlich kein einziges Straßenfahrzeug mehr. Okay. Du bist so ein Kandidat. Du wirst jetzt kopiert. Du wirst auf 16 erhöht. 13, 14, 15, 16. Jupp. Und der hier oben, der produziert nicht so stark. Was ist mit dem hier? Produziert auch 80 Tonnen. Hat jetzt auch nicht übermäßig da liegen. Ist alles okay? Ist auch alles okay? Gut. Gut, 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 gut. Mann, 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 ey, das wird hier richtig. Das wird hier jetzt richtig Wirrwarr. Also was ich jetzt hier gerade an Straßen gebaut habe, finde ich, ist einfach nur noch Wirrwarr. Okay. Krass. Ich möchte gerne mal alles ausblenden und nur Passagiere sehen. Das ist jetzt geil, ey. Post transportiere ich super wenig, nur über ja, Flugzeuge. Eisenerz. Wird denn hier Eisenerz hin transportiert? Geht da eigentlich alles dahin? Auch nicht da und auch nicht da. Richtig, Getreide, das müsste alles ja hier hingehen, tut auch nicht ganz, Holz, ja, ja, Kohle, Öl ist alles hier hinten, verhält sich auch an sich ganz gut. Fällt mir, ja. Stahl. Dürfte es nicht viel geben. Genau, nur diese eine Line. Vieh ist wahrscheinlich wieder recht viel. Chaos, genau. Wie nie alle den richtigen Weg finden. Und Waren haben wir alle hierhin. Genau. Und Wertsachen. Habe ich ja, glaube ich. Ja, habe ich. Das ist der erste Wertsachen. Nee, der zweite. Wir haben hier auch einen. Und der ist gut ausgeglichen da. Ja, ist doch schön. Das ist echt schön. Also diese komische Karte, die ist, da muss ich selber auch noch immer so ein bisschen klarkommen. Die Südbank, die Neubank, die Epic Bank, die drei Banken. Da ist auch wieder eine Bank, direkt neben dem Viehmarkt. Cool. New Bindburn Bridge. Nice, nice, nice. Ja, dann holen wir mich hier jetzt Wertsachen ab. Sind, glaube ich, schon unterwegs, ne? Oh ja, die sind schon richtig gut unterwegs. Hier warten mich. Boah, Alter, das wird ja richtig lukrativ. Diese Aktion. Ah, direkt noch 4 läuft schon. Das wird richtig lukrativ. Boah. Ich finde super. Ja, machen wir aber, glaube ich, jetzt mal. Boah. Okay, ich glaube, ich kann noch nicht Schicht machen. Das geht nicht. Da liegen 2.500 Tonnen Holz. Da müssen mehr Züge ran. Geht ja mal so gar nicht. Ich habe denen den falschen Wegpunkt zugewiesen. Ja. Auf der Rückfahrt kriegen die den EK 24, das ist verkehrt. Den 28 kriegen. Nein! Ich habe einen Fehler gemacht. Verdammt nochmal. Das ist ja ärgerlich. Dann fahren die doch jetzt durch die Weltgeschichte irgendwie. Um irgendwo zu wenden.
Oh nee. Vor allen Dingen fährt er hier auch voll den mega Umweg. Der könnte eigentlich hier einen Direktweg bekommen. Könnte man eigentlich hier mal so schaffen. Nehmen hier einen hübschen Direkt. Eine hübsche Direktverbindung gibt. Was? Das hätte was. Nicht? Da würde man mich jetzt massiv einfach nur mal Zeit sparen, da. Setzen wir hier in der Mitte einfach ein Signal dazu. Dann können die mich da jetzt mal sich richtig schnell begeben. Ja, die müssten jetzt eigentlich zum, was, zum EK 31? Da oben bin, achso, okay. Der erste Holzzug ist schon wieder unterwegs, das war dann das Problem. Nichtsdestotrotz können das trotzdem mehr werden. Einfach mal zwei Stück. Zack. Und ja, da machen wir jetzt Schluss mit 2800 Tonnen Holz in Renly-Waldrand. Das müssen wir nochmal hier, wir müssen da jetzt mal unsere Protzigkeit zur Schau stellen, oder? Muss doch sein. Mal so ein bisschen Holz in der Gegend herumliegt. Ich finde, das sieht cool aus. So ein bisschen Dekoration drin. Ja, dann bedanke ich mich aber jetzt und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, denn ich bin's auf jeden Fall und ich behalte das hier im Auge. Ich weiß nicht. Was macht er denn jetzt? Ist er jetzt direkt voll? Ich kann jetzt direkt drei Stück haben. Bestimmt gleich noch ein vierter, oder? Da kommt der vierte, alles klar. Ja, ich komme wieder total vom Thema. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Karo7.